Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe. Wo sind wir denn hier? Ah. Selbst in fremder Umgebung kannst du darauf vertrauen, dass ein Zwerg den Weg zu einer Schmiede Der Krieg findet. Im Norden. Sei willkommen in meiner Schmiede, Farin vom Erebor. Ja, servus. Was gibt's? Sieht aus, als bereitest du dich auf irgendwas vor. Kannst du mir verraten, was du vorhast? Meine Schmiedekollegen und ich bereiten uns auf eine große Aufgabe vor. Bald wird man uns auffordern, das legendäre Schwert Narsil neu zu schmieden. The fuck? In der Zwischenzeit habe ich meine Fertigkeiten verfeinert, indem ich mich der Veredelung von Edelsteinen widme. Stimmt, das spielt ja zeitgleich. Narsil ist, Was kannst du mir über dieses Schwert Narsil sagen? Ah, okay, er erzählt's uns schon. Narsil war das Schwert von Elendil, eines mächtigen Königs der Dúnedain, der dem dunklen Herrscher im Krieg des letzten Bündnisses die Stirn geboten hat. Er trug das Schwert in der Schlacht gegen Sauron, aber er wurde getötet und das Schwert zerbrach. Seitdem ist das zerbrochene Schwert ein Erbstück des Elendils. Ja, erzählt er jetzt nicht? Es sollte bis zu dem Tag zerbrochen bleiben, an dem einer von Elendils Erben in den Krieg ziehen würde, um die Krone und den Königstitel zurückzufordern. Dieser Tag wird bald kommen und das Schwert muss wieder neu geschmiedet werden. Er sagt nicht, was es geleistet hat. Dann werde ich es euch eben sagen. Narsil war die Klinge, die, naja, den einen Finger von Sauron abgeschnitten hat, an dem der Ring dran war. Von Elendil natürlich. Und, ja, der Erbe ist natürlich niemand Geringeres als Aragorn, Aratons Sohn, der bekanntlich aus den Büchern und Filmen sehr bekannt sein sollte. War ja eigentlich so quasi der Hauptcharakter neben Frodo, sag mal jetzt mal. Ja, eigentlich schon. Und ja, anscheinend sind sie jetzt dabei, das neu zu schmieden. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wer die Klinge einst geschmiedet hat. Ob sie aus Gondolin stammt oder so, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo erfährt, aber na, da bin ich überfragt. Vielleicht habe ich es doch einfach nur wieder vergessen. Na, was geht, Logs? Die Sonne scheint und alles ist ruhig und friedlich hier in Imladris. Weit entfernt vom Blut und Staube Fornosts, nicht wahr? Du und deine Gefährten habt euch dort sehr gut geschlagen. Es hätte in der Tat übel für uns ausgehen können, wenn du nicht gewesen wärst. Du hast etwas Ruhe verdient, um dich von den Mühen der Schlacht und der anstrengenden Reise zu erholen. Danke. Und ich glaube, du wirst keinen besseren Ort zur Wiederherstellung von Körper und Geist finden als diesen hier, unsere Heimat. Was führt euch nach Fornost? Die Head. Wir reiten oft weit hinaus und jagen die Orks, wo immer wir sie finden. Wir stießen auf Spuren einer großen Horde von Goblins, die von der Orkfestung am Gramberg aufgebrochen waren und folgten ihrer Fährte nach Fornost, wo wir keine Zeit vergeudeten, sie anzugreifen. Wie ich höre, schließt ihr euch häufig mit Aragorn zusammen. Ja, wir wagen uns häufig gemeinsam mit den Dúnedain hinaus und mit niemandem öfter als mit Aragorn. Er ist schließlich hier in unserem Haushalt aufgewachsen. Das ist richtig. Wie kommt es, dass ein Mensch hier unter Elben aufgewachsen ist? Es ist Tradition, dass die Nachfahren Isildurs im Hause Elronds aufgezogen werden. Ja, wir haben alle Stammesführer der Dúnedain vom Untergang des nördlichen Königreichs bis zum heutigen Tag unterstützt. Aragorn ist der 16. in der Reihe männlicher Nachfahren, der seine früheste Kindheit in Imladris verbringt. Das ist ein Grund, warum das Band zwischen den Elben und den Dúnedain so stark ist. Das wusste selbst ich jetzt nicht, dass das der 16. ist. Könnt ihr mir mehr von eurer Familie erzählen? Ich weiß, Elrond ist euer Vater. Ja, er war es, der Imladris zu einem Zufluchtsort machte. Mein Bruder und ich haben unser ganzes Leben dort verbracht. Unsere Schwester Arwen lebt auch hier, obwohl sie viele Jahre in der Obhut unserer Großmutter verbracht hat. Lebt wohl und möge das Glück mit euch sein. Was wollte ich jetzt noch sagen? Eigentlich nicht. Wer bist du? Willkommen, Zwerg vom einsamen Berg. Willkommen in Imladris. Ja, ciao. Benötigst du irgendetwas, das dir auf deinen Reisen... Achso, du bist Händlerin. Ich habe viele Dinge in meinem Besitz, die dir gute Dienste... Stimmt, das wollte ich sagen. Die Synchronsprecher von den beiden, also Eladan und Elro hier, das sind die gleichen, die Kili und Fili gesprochen haben in der Hobbit, dem Film. What? Junge, was willst du Bart hier? Ist das schön, dich wiederzusehen. Als du Erebor verlassen hast, um im Auenland Wache zu halten, haben Gimli und ich befürchtet, dass wir dich zum letzten Mal gesehen haben. Jetzt höre ich, dass du mit den Waldläufern in der Schlacht gegen die Nazgul an der Sarnfurt gekämpft und einen Stammesführer der Orks in Fornos besiegt hast. Gut gemacht! Gloin ist ja Gimlis Vater. Dir gebührt die Ehre nicht allein. Ich hatte Andriel, eine Elbin aus Bruchtal und den Waldläufer Eradan an meiner Seite.
Erinnert mich an die gute alte Zeit, als Zwerge, Elben und Menschen in der Schlacht der Fünf Heere zusammen gekämpft haben. Ach ja, das war schön. Das ist eine Sache aus der Hobbit. Hab ich deinen Segen, mich mit einem Elben zu verbünden? Ich will ganz offen sprechen. Ich bin vielleicht nicht gerade angetan von König Thranduils Waldelben, weil sie mich in ihren Kerkern eingesperrt haben. Aber ich hege keinen Groll gegen irgendeinen aus Elronds Volk. Das hörte ich dich viele Male sagen. Doch kämpften die Elben an unserer Seite, als es am nötigsten war. Du hast natürlich recht. Ich kann ein halsstarriger alter Zwerg sein. Aber es ist an der Zeit, Unstimmigkeiten beiseite zu legen, die längst ausgeräumt wurden. Als Zwerge, Menschen und Elben am Erebor kämpften, haben wir Legionen von Gegnern besiegt. Aber mit dem dunklen Herrscher stehen wir vor einem weitaus schrecklicheren Feind. Einmütig gegen Agandar zusammenzustehen, ist vielleicht mehr als bloß eine gute Idee. Es ist womöglich unsere einzige Hoffnung, den Norden zu retten. Lasst uns die Adler nicht vergessen. Sie waren uns eine große Hilfe. Gut gesprochen. Thorins Unterfangen und die Schlacht der Fünf Heere wären ohne die Hilfe der Adler in einer Katastrophe geendet. Das ist korrekt. Du hast Glück, dass du die Freundschaft eines solch edlen Geschöpfs gewonnen hast. Gut möglich, dass dein Leben von der Wahl deiner Freunde abhängt. Ganz egal welcher Art. Und außerdem würde es nicht schaden, Sauron ein bisschen abzulenken. Wenn wir dafür sorgen, dass er seine Pläne, den Norden zu erobern, noch einmal in Frage stellt, könnte das Frodo am Ende nur helfen. Genauso denke ich über die Sache auch. Sei die Stechfliege in der Suppe. Gewissermaßen. Nur, dass der Stich dieser Fliege tödlich sein wird. Naja, wenn sie Malaria hat, sind auch andere Fliegenstiche tödlich. Zeit, dass du dich an die Arbeit machst. Lebe wohl. Und viel Glück. Danke, Gloin. Die ganzen Leute habe ich bei meinem ersten Durchspiel nie so wirklich angesprochen. Ist eigentlich voll witzig, wenn mich alles trifft. Hallo? Du bist Farin. Ja, servus, Frodo. Ich habe auf eine Gelegenheit mit dir zu reden. Alter, der krank. Ja, du musst Frodo. Das ist der gleiche Synchronsprecher. Aragorn und Gandalf haben mir alles von dir und der Würde, die du trägst, erzählt. Und mir hat man alles über dich erzählt. Ich wollte dir und deinen Freunden danken, dass ihr geholfen habt, uns auf unserer Reise nach Bruchtal zu beschützen. Erzählst du mir von deiner Reise hierher? Klingt, als wäre sie ziemlich hart gewesen. Wir steckten fast von Anfang an in Schwierigkeiten. Die schwarzen Reiter waren uns immer dicht auf den Fersen. Und auf den Hügelgräberhöhen in Bre und zuletzt auf der Wetterspitze sind wir nur knapp dem Tode entronnen. Schade, dass man die Hügelgräberhöhe nicht im Film gezeigt hat. Gekommen? Ich werde diesen verfluchten Ort so schnell nicht vergessen. Du hast Glück, lebend wieder rausgekommen zu sein. Das ist nichts zum Herumwandern, ja. Hobbits. Du scheinst schon eine Menge über die Hügelgräberhöhen zu wissen. Ich möchte lieber nicht darüber reden, was wir dort gefunden haben. Es ist zu schrecklich, um näher darauf einzugehen, selbst hier im sicheren Bruchtal. Was ist dir in Bre zugestoßen? Wir müssen uns dort nur ganz knapp verpasst haben. Es waren Spione in Bre und unser Zimmer wurde in der Nacht überfallen. Wenn Streicher uns nicht überredet hätte, woanders zu schlafen, wäre unsere Reise dort bereits zu Ende gewesen. Was ist dir oben auf der Wetterspitze widerfahren? Wir wurden von 5 der schwarzen Reiter angegriffen. Ich war töricht und steckte mir den Ring an. Einer von ihnen verwundete mich, bevor es Aragorn gelang, sie in die Flucht zu schlagen. Das Messer, mit dem ich verletzt wurde, hinterließ ein Bruchstück in der Wunde. Nach allem, was Gandalf mir erzählt hat, ist dieser Splitter durch meinen Körper gewandert. Wenn er mein Herz erreicht hätte, wäre ich zu einem Ringgeist unter der Herrschaft der schwarzen Reiter. Nein, von Sauron. Zum Glück gelang es uns, Bruchtal rechtzeitig zu erreichen, damit Elronds Heilkünste mich vor diesem Schicksal bewahren konnten. Es ist nur ein kleines Ding, dieser Ring, aber er steckt voller Unheil. Zeigst du ihn? Nein, ich meine, es tut mir leid, aber Gandalf und Elrond haben mich gewarnt, den Ring irgendjemandem zu zeigen. Selbst erwiesenen Freunden. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, ich glaube, langsam beginne ich zu verstehen. Ich hätte nicht fragen sollen. Verzeih mir. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Aber der Ring hat eine seltsame Wirkung auf jeden in seiner Nähe. Es ist besser, wenn er verborgen bleibt. Das ist richtig. Du trägst wahrlich eine schwere Bürde. Ich hoffe, du findest Kraft und Weisheit auf dem langen Weg. Lebe. Ist übel geil, dass es die gleiche Synchronstimme ist. Wusste ich gar nicht. Wen finden wir denn hier noch so? Wow, du kommst da nicht hoch. Was ein Lappen. Oh mein Gott, das ist der Bilbo. Hallo. Immer schön, einen Zwerg kennenzulernen. Einen vom einsamen Berg, wenn ich mich nicht irre. Gewiss, ich bin Farin vom Erebor und wir haben uns schon mal getroffen, Bilbo. Wann? Haben wir das?
Ich fürchte, ich erinnere mich nicht. Du musst mir verzeihen. Ich bin in letzter Zeit etwas vergesslich geworden. Wir haben uns bei Ihrem letzten Ausflug zum Ereburg kennengelernt. Ich schätze, das muss jetzt fast 20 Jahre her sein. Und davor hatte ich die Ehre, in der Schlacht der fünf Heere an eurer Seite zu kämpfen. Das war meine erste richtige Schlachterfahrung. Ich war damals kaum älter als ein Junge, aber es war ein... Ach so, stimmt, er war in deiner Armee dann wahrscheinlich. Oh ja, die Schlacht der fünf Heere. Ist eine schlimme Zeit gewesen. Ich persönlich bin froh, dass diese Tage hinter uns liegen, aber andererseits ist dem womöglich nicht so. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass dunkle Zeiten vor uns liegen. Da wir gerade davon sprechen, ich habe gehört, dass du und deine Freunde eine Menge getan habt, um einem Frodo und dem Dunadan zu helfen, Dunadan zu erreichen. Du musst mir doch, stimmt, alles, das ist richtig, darüber erzählen, damit ich es richtig niederschreiben kann. Ein Dunadan, mehrere Dunedain. Erst euer Erbe, aber ich wusste gar nicht, dass ihr einen Sohn habt. Ja, ich auch nicht. Oh nein, er ist nicht mein Sohn. Eigentlich ist er mein Neffe, zweiten Grades. Und außerdem mein Großneffe, zweiten Grades. Nun, es ist kompliziert, aber wir haben den gleichen Urgroßvater. Der arme Kerl ist in sehr jungen Jahren verwaist und so habe ich ihn adoptiert. Ich habe ihn schön legal zu meinem Erben gemacht, womit ich gleichzeitig die gierigen Hoffnungen meiner lästigen Verwandten, die Sackheim-Beutlins, zerstörte. Die armen Sackheims. Er ist ein guter Junge, Frodo. Ich wünschte nur, er hätte zusammen mit meinem Nachlass nicht auch meine Probleme geerbt. Ich hoffe, Gandalf und der Dunadan werden in den kommenden Tagen gut auf ihn achten. Müssen sie ja. Der Dunadan, wie meint ihr denn? Ja, wer wohl? Nun, Aragorn natürlich, aus dem Elbischen. Dun Adan, Westmensch, Numinora. Hier in der Gegend bezeichnet man Aragorn häufig einfach als den Dunadan. Ein bemerkenswerter Mann, Aragorn, und ein guter Freund. Ich wünschte fast, ich könnte ihn auf seinem gewaltigen Vorhaben begleiten. Aber ich bin inzwischen viel zu alt für Abenteuer. Ich hoffe nur, ich werde noch lange genug verschont, um alles aufzuschreiben. Könnt ihr mir sagen, wie Frodo zu dem Ring der Macht gekommen ist? Oh je, dumme Frage. Nun ja, das war durch mich, fürchte ich. Ich habe den Ring zufällig gefunden, als ich mich in den Höhlen unter dem Nebelgebirge verirrt hatte. Ich habe ihn gewonnen. Das heißt, ich habe ihn dem Geschöpf Gollum abgenommen. Natürlich kannte ich bis vor ein paar Tagen nicht die ganze Geschichte des Rings. Ich dachte, es wäre bloß ein magischer Schnickschnack, der die Kraft hat, seinen Träger unsichtbar zu machen. Ich habe ihn nur benutzt, um unliebsamen Besuchern aus dem Weg zu gehen. Stell dir mal vor, dass mein alter Ring so einen Wirbel verursacht. Ich würde ihn gern wieder an mich nehmen, wenn das etwas bringen würde. Oh ja, sehr gern sogar. Ja. Weißt du, ich glaube, es wäre am besten, wenn wir über etwas anderes reden würden. Ihr seht jetzt Bruchtal als eure Heimat an. Nun, das Auenland wird wohl immer meine Heimat bleiben, aber dies ist der perfekte Ort für so viele Dinge, dass ich mehr als zufrieden bin, hier zu bleiben. Meine Tage sind inzwischen hauptsächlich ausgefüllt von meiner Schreiberei. Was schreibt ihr? Oh, ein bisschen hierüber, ein bisschen darüber. Geschichte, meine früheren Abenteuer, Stammbäume. Ich habe sogar ein elbisches Wörterbuch angefangen, obwohl ich mich in letzter Zeit hauptsächlich mit Poesie befasst habe. Dabei kannst du mir vielleicht helfen. Ich schreibe gerade ein Gedicht für Aragorn und bei ein, zwei Zeilen hänge ich ein bisschen fest. Was ihr nicht sagt. Na, dann lasst mal hören, was ihr habt. Na schön, na schön. Der Vers, der mir Schwierigkeiten bereitet, geht in etwa so. Das Feuer des Westens ist wieder entzündet. Höret die Kunde, die ich euch bringe. Erneuert ist die Hoffnung, die sich begründet. Das Feuer des Westens ist wieder entzündet. Höret die Kunde, die ich euch bringe. Erneuert ist die Hoffnung, die sich begründet. Denn bald fordert er den Herrn der Ringe. Hör mal, das ist nicht schlecht. Vielleicht kann ich es verwenden. Du hast deinen Beruf verfehlt, mein Freund. Vielleicht solltest du deine Waffen niederlegen und zur Feder greifen. Der Feind wird sich nicht von Gedichten aufhalten lassen, fürchte ich. Ich fürchte, ja, du doch. Hast recht, aber da Luthien konnte auch singen ohne Ende können, und hatte Macht. Ich weiter an die Feder, obwohl ich etwas Hilfe bräuchte. Vielleicht könntest du das Prinzessin Arwen zeigen. Sie hat die Gabe ihres Volkes, mit Worten umzugehen, und dieses Gedicht wird ihr sicher sehr am Herzen. Na gut. Ich bringe es.
Ah, vielen lieben Dank. Und grüß sie bitte schön von mir, hörst du? Jo. Das mache ich bestimmt. Auf Wiedersehen. Bin. Hi Legolas, was geht? Du siehst nicht aus wie ein Elb aus Bruchtan. Ich würde wetten, du bist einer der Waldelben aus dem Düsterwald. Du hast recht. Ich bin Legolas, Sohn von Tranduil, König des Waldlandreichs. Und ich nehme an, du bist ein Zwerg vom einsamen Berg. Das ist richtig. Ich bin Farin vom Irebur. Seltsam, hier einen Waldelben zu treffen, wenn ich sie in der Heimat so selten sehe. Es ist wahr. Unsere Reiche liegen nicht weit voneinander. Und doch haben wir selten mit deinem Volk zu tun. Wenn die Stimmung zwischen unseren Völkern etwas eisig ist, dann ist das bestimmt nicht die Schuld der Zwerge. Aha. Es ist mir neu, dass die Schuld bei den Elben liegt. Was führt dich auf eine so lange und gefährliche Reise? Unerfreuliche Aufgaben. Mein Vater sendet mich, um die Flucht von Gollum zu melden. Eine Kreatur, deren Bewachung Aragorn uns anvertraut hat. Was kannst du mir über diesen Gollum erzählen? Eine mitleiderregende Kreatur, die lange im Besitz des Rings der Macht war. Die böse Macht des Rings hat seine Seele zerfressen. Sein ganzes Streben zielt nur darauf, das wiederzuerlangen, was ihm genommen wurde. Wie konnte Gollum fliehen? Ich dachte, ihr Waldelben seid so gut darin, Gefangene zu bewachen, und doch habt ihr diesen entkommen lassen. Nicht durch mangelnde Achtsamkeit, vielleicht aufgrund zu großer Güte. Wir erlaubten ihm gelegentlich unter strenger Bewachung im Wald umherzulaufen. Aber bei einem dieser Ausflüge wurden die Wachen von Orks aus Dol Guldur angegriffen. In dem Tumult konnte Gollum dann entkommen. Wir folgten seinen Spuren über viele Meilen südwärts, bis wir in die Nähe Dol Guldurs kamen. Da wurde es zu gefährlich, ihn weiter zu verfolgen. Dol Guldur, ein Name, der mein Volk mit Schrecken erfüllt. Was weißt du? Eine Festung des Feindes im Süden des Düsterwalds. Der dunkle Herrscher lebte dort, bis er im Jahr, als der Drachen fiel, von dort vertrieben wurde. Aber es ist wieder zu einem Ort des Bösen geworden. Alle Dunkelheit des Düsterwalds hat ihren Ursprung in Dol Guldur. Leb wohl, Waldelben. Von denen erfährt man echt ziemlich, ja, coole Randinformationen, die auch alle so stimmen. Also nichts ist erfunden, das ist alles auf wirklich auf Quellen zurückzuweisen. Mai Govan, sei gegrüßt und willkommen im sicheren Zufluchtsort Imladris. Vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt, euch kennenzulernen, Prinzessin Ari. Durins Volk ist hier willkommen. Seit wann? Du hast große Gefahr ausgestanden und uns die dringende Warnung einer neuen Bedrohung des Nordens gebracht. Dafür ehren wir dich, Farin. Naja, es war nichts weiter, Prinzessin. Es ist nett, dass euer schönes Volk einen Zwerg willkommen heißt. Du zeigst Bescheidenheit, die eines Helden würdig ist. Estel und meine Brüder haben in den höchsten Tönen von deinem Mut in Fornost gesprochen. Und ich danke dir, dass du mit dafür gesorgt hast, dass meine Brüder wohlbehalten zurückgekehrt sind. Bitte mach es dir bequem und ruh dich eine Weile in unseren Hallen aus. Du wirst alles finden, was dein Herz begehrt. Seien es Speis und Trank oder Geschichten. Bilbo hat um Hilfe bei einem Gedicht gebeten. Ich mag zwar die zwergische Dichtkunst ganz gern, aber diese elbischen Verse sind mir unbegreiflich. Er bittet um eure Hilfe, da euch das Thema sehr am Herzen liegen soll. Dann ist es bestimmt über Estel. Er schreibt gern Verse zu Ehren seines guten Freundes und ersucht daher häufig meinen Rat. Du darfst es bei mir lassen, Farin. Ich werde mir darüber Gedanken machen und ihm selbst antworten. Danke, da bin ich erleichtert. Es ist nichts für einen Zwerg, Verse über die Könige der Menschen zu schmieden. Und außerdem habe ich wenig Zeit für Poesie. Euer Vater hat mich gebeten, die Ettenhütte zu erkunden. Dann will ich dich nicht aufhalten, aber wir könnten einander dienen.